von Schulsenatorin Christa Gütsch als Informationsoffensive gepriesen, von den Gegnern der Schulreform als dreiste, einseitige Werbekampagne mit Steuermitteln kritisiert und von der Presse als Wahlkampf im Klassenzimmer stigmatisiert. Angesichts des lautstarken Streits über die Vorstellung der geplanten Schulreform an 170 Schulen war der Auftakt der Veranstaltungsreihe an der Grundschule Heidhorst überraschend unaufgeregt. Vor rund 100 Eltern und laufenden Kameras stellte Christa Gütsch noch einmal mit einer bunten PowerPoint-Präsentation vor, was eigentlich alle im Saal schon wussten. Und Gütsch betonte die Ziele der Schulreform: ein im Ländervergleich besseres Lernergebnis sowie mehr Gerechtigkeit. In Hamburg gehen immer noch 4-mal mehr Kinder von Akademikern aufs Gymnasium als Kinder, die unter dem Begriff Arbeiterkinder firmieren, obwohl sie die gleiche Leistung erbringen. Und das ist etwas, wo immer noch diese Schere auseinandergeht. Das heißt, man wird aufgrund der sozialen Herkunft einsortiert und nicht aufgrund der Leistung. Weder Applaus noch Buhrufe im Saal. Auch bei der anschließenden Fragerunde gab es wenig emotionale Äußerungen. Fragen wurden gesammelt, Statements ausgleichend moderiert. Die meisten Eltern waren ohnehin eher an der Planung der Schule Heidhorst interessiert, die mit der Schule Mittlerer Landweg zusammengelegt werden soll. Oder an unsere Schulleitung vielleicht nochmal gerichtet: Welches Profil hat diese Schule? Doch Schulleiterin Ursula Jürgensen kann noch wenig Konkretes sagen. Ein Bus-Shuttle sei beantragt für ausreichend Musikinstrumente nach der Fusion, fehle jedoch das Geld. Auch die Schulsenatorin bat immer wieder um Geduld. Und wer lange Erfahrung hat mit Bildung, mit Bildungsreformen und solchen Dingen, weiß, dass das ein Prozess ist. Und dass das nicht mit Schalter umstellen geht und dann ist irgendwie eine Reform eingeführt. Und insofern ist die Schulreform auch erst 2016, 2017 durchgewachsen. Wenn die Schulreform dann überhaupt an den Start geht. Denn darüber entscheiden die Hamburger erst am 18. Juli im Volksentscheid. Und die werden die einseitige Werbung der Schulbehörde und deren bunte Organigramme sicher sehr genau hinterfragen. Nein, ich bin nicht ausreichend und zu meiner Zufriedenheit informiert worden, leider. Ich hatte mir da ein bisschen mehr versprochen. Ich hatte die Frage gestellt, was passiert, wenn der Volksentscheid von Wir wollen lernen gewonnen wird. Und diese Frage wurde nicht beantwortet. Und selbstverständlich war das eine Werbeveranstaltung von Frau Gütsch bzw. von der Schulbehörde. Das war aber, glaube ich, auch jedem hier klar. Ich habe nicht ganz die Informationen bekommen, die ich erwartet habe, weil ich mehr Informationen zu meinem persönlichen oder zu der Schulentwicklung meines Sohnes gerne gehabt hätte. Das heißt sozusagen, ich hätte gerne was direkt gewusst zu der Fusion Mittlerer Landweg und Heidhorst. Das kam in diesem Fall nicht sehr deutlich zum Ausdruck. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen konkreter was gekommen wäre für unsere Schule. Also, aber gut, das ist vielleicht noch zu früh. Aber ansonsten war es schon ganz informativ und alles in allem, wir müssen uns halt auf den Weg machen. Damit die Hamburger auch den richtigen Weg einschlagen, hat der Senat eine 200.000 Euro teure Werbekampagne in Auftrag gegeben. Bereits 12 Schulbriefe an alle Eltern verteilt, Broschüren gedruckt, Plakate geklebt, U-Bahn-Werbung geschaltet. Und sicherheitshalber die Gegner der Reform von der Tournee durch die Schulen ausgeschlossen. Wir machen keine Werbeveranstaltung. Die Schule kann selbstverständlich eine Veranstaltung machen mit den Reformgegnern, mit der Volksinitiative und muss dann aber auch von den Reformbefürwortern die Initiative einladen. Das wäre eine sozusagen Wahlveranstaltung, wo man in einer Schule ausgewogen beide Seiten einlädt. Ich bin aber Behördenvertreterin und mache eine Informationsveranstaltung. Und wie gesagt, wir arbeiten natürlich dran, dass der Volksentscheid sich für uns entscheidet. Und da werden wir jetzt die nächsten 3 Monate alles tun. Und wie gesagt, wenn der Volksentscheid verloren geht, dann werden wir den respektieren. So ist es in der Koalitionsvereinbarung festgelegt.